So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum vermutlich letzten Part. Jawohl. Wir müssen uns komplett zurückbegeben zum Leuchtturm. Genau. Fliege ich ja komplett in die falsche Richtung. Um ja mit den drei Fragmenten zu interagieren. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Das werden wir dann herausfinden. Am besten begeben wir uns hier in diese Luftströmung, weil ich glaube, da sind wir ein bisschen schneller. Wir müssen voll gegen Süden fliegen. Gen Süden, mein Freund. Das ist jetzt ein kleines Stück. Gut, raus aus dem Schnee sind wir jetzt wenigstens. Oh, kommen wir ja ganz schön schnell voran. Ich bin gespannt, was wir als letztes jetzt machen müssen. Du, 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 du. Oh, was wir alles schon erkundet haben jetzt hier eigentlich, wenn man mal so überlegt. Dum, dum, du, du, du. Ah, da ist es. Die Siedlung. Oh Gott, ich hoffe, das ist damit gemeint überhaupt. Oh, ho, ho. Oh, ich glaube schon. Sehr schön. Okay. Ich nehme an, dass wir dem Licht folgen müssen. Aug, geht es dir gut, mein Kind? Das alles ähnelt auf unheimliche Weise dem Text, den ich übersetzt habe. Der Leuchtturm erstrahlte in hellem Schein. Zumindest ist es kein weiterer Zerfall. Wie würden wir denn den überhaupt nennen? Der noch größere Zerfall? Ich fürchte, dass deine Pilgerreise noch nicht zu Ende ist. Und das, obwohl du es jetzt schon weitergebracht hast als jeder andere von dir. Was auch immer du am Ende dieses Pfades findest, ich bin mir sicher, dass du wie eh und je sprudelnd vor interessanten Neuigkeiten nach Hause zurückkehren wirst. Du hast so viel herausgefunden, so vieles, von dem ich nie zu träumen gewagt hätte, über diese Ahnen und unsere Vergangenheit. Geh nun, finde heraus, was am Ende des Lichtstrahls liegt und Aug, bitte, sieh dich vor. Nun denn, dann machen wir uns mal auf den Weg, dem Laserstrahl da zu folgen. Bin gespannt, wo uns der hinführt. Also von dem Winkel her könnte das ziemlich genau hier sein. Immer weiter fliegen. Oh, da geht's hin. Ah, doch in den Turm, wo wir ja noch gesehen haben. Stimmt. Jetzt bin ich gespannt, was uns da drin erwartet. Der Schrein des Schöpfers. Flap. Oh, der ist auch offen. Huhuhu, gespannt. Gespannt, gespannt, gespannt.
Hallo? Ah, ich hab noch... Oh. Weil ich jetzt die Laterne angemacht habe? Ist das jetzt passiert, weil ich die Laterne angemacht habe oder weil ich einfach da reingelaufen bin? Ich folge dem Licht. Ich habe auch keine Laterne mehr. Warte, Oak, hör mir zu. Erkennst du mich? Ich bin Kara. Die Zeit drängt, aber ich werde versuchen, dir alles zu erklären. Du bist mein Fleisch und Blut. Einst schenkte mir der Schöpfer etwas seines Lichts, seine Hoffnungen und Träume, seine Macht. Während des großen Zerfalls. Diese Kraft besitzt auch du, Oak. Sie bewahrt dich vor dem Einfluss der Leere. Hier jedoch wächst seine Macht. Ich beschütze dich, solange ich kann, aber uns bleibt nicht viel Zeit. Nun betrittst du das Gefängnis der Leere. Ihr Gefängnis befindet sich außerhalb unserer Welt. Dort werde ich dir nicht helfen können. Folge mir. Wieso sagt sie mir denn, dass sie mich beschützen will, aber sobald ich da reingehe, kann sie mich nicht mehr beschützen? Das bringt mir doch nicht mehr so viel, ne? Verstehst du, Aug? Ich bin die Erinnerung meines alten Selbst. Nur da ich die Laterne verlassen habe, werde ich bald fortgehen. Ich kann nur hier und jetzt mit dir sprechen. Es gibt keinen Weg zurück. Dies ist unsere einzige Chance. Das Himmelsvolk sagt sich von der Leere los, aber das genügt nicht. Schon fast hat sie ihr Gefängnis überwunden. Wir können sie nicht davon abhalten, die Welt zu verschlingen. Nicht ohne dich. Du kannst beenden, was vor langer Zeit begann. Es tut mir leid, so vieles möchte ich dir erzählen, so vieles möchte ich dich fragen, aber uns bleibt keine Zeit. Diese letzten Schritte sind nicht mir bestimmt. Nun liegt es an dir, nur du kannst entscheiden, was du wirklich bist. Diese Tür führt in ein Reich, das zwischen unseren Welten und der Ewigkeit liegt. Dort wirst du die Leere finden. Du musst beenden, was der Schöpfer begann, und vereinen, was zerfiel. Ich glaube an dich, Aug. Nun heißt es Abschied nehmen, fürchte ich. Ich werde dich mit all meiner noch verbleibenden Kraft beschützen. Ich glaube an dich. Nun, jetzt begeben wir uns also ins Gefängnis. Spürst du die Kraft? Wir sind gespannt, was wir vorhin auch mit der Kraft jetzt können, die sie uns verliehen hat. Uiuiui, das kann ja was werden da drinne. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein riesiger Tempel, wo es tausend Wege gibt. Oha. Sind wir hier schon im Gefängnis? Boah, ist ja echt dunkel. Oh, shit. Wie sollen wir das Vieh denn besiegen?
Okay. Oh. Haha, das war's, Leute. Also, wir haben es geschafft bis zum Ende, haben die Leere bekämpfen können. Ja, AR, finde ein mega schönes Spiel gewesen. Tolle Atmosphäre, tolle Musik, tolle Flugengine, hat richtig Spaß gemacht, so mit dem Vogel rumzufliegen. Und ich wette, es gibt auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich übersehen habe, die man noch mehr hätte erkundigen können. Aber ja, mal was anderes, als statt immer nur so rumzuballern und irgendwelche Leute zu zermetzeln und einfach mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen eine schönere Geschichte zu erleben. Ja, genau. Was soll ich noch dazu sagen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Projekt von mir gefallen. Entschuldigt, wenn ich nicht immer so toll vorgelesen habe. Ich bin das einfach nicht gewohnt, so laut vor Kamera vorzulesen. Bin ich immer ein kleines bisschen nervös, ne? Aber sonst, ja, mir hat das Spiel wirklich gut gefallen. Ja. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr Projekte von mir sehen wollt. Ich bin am Überlegen jetzt schon, was ich als nächstes machen werde. Aber da wird sich schon was finden. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch sonst noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Mittag. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wann ihr diesen Part halt guckt. Und dann würde ich wieder mal sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Und ciao.